Moin Leute, herzlich willkommen zu der neuen Folge von GTA 5 Online am heutigen Tag zusammen mit Jabba. Let's play! Hallo! Und Mordano! Hey ho! Zombie schläft leider noch, wir hoffen, dass er irgendwann aufwacht. Dann ist er auch direkt wieder dabei, Leute. Okay. Da ist ein Unfall. Hast du gerade einfach mal... Unfall? Du kannst ja nicht meine Tür! Der Assault, Alter, ihr greif mich nicht an! Das reicht! Oh. Bitte, nein! Na komm doch, trau dich doch hier rein, ne? Ja, ich seg dich weg! Oh. Wie kann ich das denn nicht getroffen haben? Du bist ja unbesiegbar. Ich bin der Auserwählte. Ja! Wie gefetzt. Du bist echt ein ganz, ganz... Cooler? Ja. So, wir machen weiter mit den Casino-Heist. Es geht jetzt weiter hier. Jetzt lass mich doch mal kurz bei mir rein! Ach, das ist ruhig. Hier, guck mal, ist kaputt. Oh, guck mal. Warum vertragt ihr euch nicht einfach? Du hast voll die geile Vorwärtsrolle gemacht. Du bist ja ein richtiger Klettermax. Guckt euch mal diese wunderbare Tasse an. Guck mal. Ich sehe sie. Die hat Alter, wie geil. Ja, die ist wirklich... Ist das die von glp.tv? Nein. Nee, das wäre komisch. Es ist eine Oktoberfest-Tasse. Ah, oh. Ja, die ist von mir. Nee, die ist von paluten.shop. Hashtag-Werbung. So, Leute. Wir haben übrigens einen großen Fehler gemacht, ne? Der Hacker war eine Scheißidee mit den 3%. Das war ziemlich... Warum? Ja, weil das unsere Zeit super krass reduziert. Ja, aber bei aller guten Dinge sind 3 und beim dritten Mal machen wir ja das Mega-Geld. Ah, ja, das stimmt. Das ist richtig. So, wir brauchen jetzt verstärkte Panzerung. Brauchen wir? Ah, nee, wir brauchen noch Schlüsselkarten. Oh, Lester ruft an. Ich habe neulich sehr, sehr schnell, wir haben Avon gefunden. Achso, oh, das ist noch eine andere Mission. Die ist zu schwer, die Mission. Wer ist denn jetzt das Schlauch? Und be like Aaron. Du gibst mir jetzt erstmal dein Auto, Aaron, Alter. Nee, der hat... Ich kann da nicht rein. Okay, Leute, wenn ihr nicht wollt, dass ich euer Auto klaue, dann fahr nicht bei euch. Komm, fahr doch bei mir mit. Steig an. Achso, ja, steig okay. Steig an. Achtung, kann ich nicht. Doch. F gedrückt halten. Ich will doch mit dir fahren, was... Jetzt hör auf, ihn zu belästigen, Manu. Oh. Gut gemacht, der Schlauch. Oh. So, komm. Was war das da gerade für ein Angriff? Ich hab nichts gemacht. So, wir sollen... Jetzt kommt doch mal mit... Oh. Sag mal... Was ist denn mit dem Typen los? Was ist denn? Ich und Paluten. Was ist denn da los? Nee, ich regle euch jetzt nicht. Da kann ich nicht mal. So, wir müssen jetzt den Gefängnisbus entführen. Hallo Palette. Hi. Ich hab einen Fall. Ping. So. Alter, den habe ich fertig gemacht, Mann. Das hättest du gerade sehen müssen. Mann, ich hab's gespürt. Warte, ich kann doch hier abkürzen. Paluten kann einfach den Berg hochfahren. Ja, ich... Mit einem Sportauto. Der hat doch gar nicht die Reifen dafür, hä? Doch, ich hab die Geländereifen. Oh, Alter, wie du gesprungen bist. Ja. Sehr elegant. Ja, danke. Hast du es auch beim Skifahren gemacht? Ja. Ja, ich war... Es kommt auch übrigens... es kommt bald ein Vlog. Einerseits noch einer, der ist ein bisschen älter. Da bin ich wandern. Da ist er. Auf der Suche nach Schnee. Und es wird auch noch mal einen ganz mini Skivlog geben. Das sind beides Videos, die relativ spontan entstanden sind. Aber ich dachte mir, okay, P-Diesel, der macht in letzter Zeit so wenig Vlogs. Da kann man sowas einfach mal machen. Da freue ich mich aber drauf. Ja, ich auch. Ja, könnt ihr euch auch drauf freuen. In dem einen ist Mendel drin. Bitte? Brichst du dir ein Bein? Nein. Im Vlog? Nein, jetzt jinx das doch nicht. Geh noch mal Skifahren. Skifahren ist echt gefährlich. Ich wollte gerade sagen, wenn ich mir jetzt was breche, dann bist du schuld. Okay, ich bete für dich. Ja, zu spät. Du sollst dich für mich beten. Du sollst das Jinx wegmachen. Wie macht man das? Hex, jetzt ist es weg? Nee. Ich halte den Bus einfach auf, weißt du? So. Wo ist denn der? Wo fährt der denn längs? Fahr mich an. Der hat mich überfahren. Hi, Daniel. Ja, die schießen. Oh Gott, ich will. Jetzt ganz ruhig, Leute. Ich bin noch nicht da. Ja, die sind hier gegen einen Baum gefahren und schießen auf mich. Ja, aber warum schießen sie denn überhaupt auf dich, Maudado? Ich stand nur neben denen und dann haben die gedacht, oh, das ist verdächtig. Der steht jetzt schon seit einer Minute neben uns. Und wir sind Gefängnistransporter. Und dann haben die angefangen, auf mich zu schießen. Ja. Na klar, Maudado, na klar. Du bist echt ein richtiger Lügenbaron. Ich lüge nie. Nur manchmal. Ich sehe ihn. Da links. Warte, ich spring darüber. Kein Problem. Ist noch alles gut? Oh Gott, er ist in der Strömung. Nee, er kommt raus. Bitte. Ich helfe dir. Okay. Ja, was machst du denn da? Du musst von hinten anschieben. Ja, mach ich doch. Schieb von hinten an. Ja, warum will der nicht? Der will nicht. Keine Ahnung, ich helfe mir gerade voll und... Hä? Nein. Nein. Alles gut. Alles gut. Ich bin der Auserwählte. Wie hat der das denn überlebt? Was? Warte. Was passiert hier gerade? Ich bin der Auserwählte.
Wie kann er nein! Ach komm, ich war für eine kurze Zeit war ich der Auserwählte. Ich gönn dir den. Nimm ihn dir. Oh, oh. Danke. Oh. Ist der jetzt auch kaputt? Ich hoff's nicht. Oh, Manu, stopp, hör auf. Der ist noch heile. Ich rette ihn. Ich rette ihn. Oh. Jetzt ist er kaputt. Ist er echt ins Wasser? Das ist er echt ins Wasser? Mann, hier geht einfach alles schief. Manuel, gib mir dein Dingens. Ist es okay? Nee, ich fliege hier mit. Warte. Hier, einmal anhalten und. Ja. Perfekt, vielen Dank. Ich mache das jetzt solo, Leute. Ist kein Problem. Achtung, die schießen. Ach, ich bin der Aslak. Die können doch schießen, wie sie wollen. Also, die sind schon sehr aggressiv. Ich würde aufpassen. Ach, Leute, also ich bitte euch. Ach so. Oh Gott, die schießen. Doch, einfach rein da jetzt in die Scheiße. Hast du es? Nee, irgendwie nicht. Doch, jetzt, ich habe den Fahrer, habe ich außer Gefecht. Nee, was ist denn mit dem Fahrer los? Ja, wir sind da. Wir helfen dir, Palette. Niemand schießt auf uns einen Pittesel. Los, der Fahrer, also, der hält echt viel aus. Ja, ich weiß auch nicht. Ah, jetzt. Wir haben ihn. Sehr wir gut. Nice. Warte, ich nehm den Träger. Warum ist dein Träger? Warte, der Träger hatte Waffe. Gott, der Landwirt, der Arme. Nein, Alter, die Kartoffeln. Hatte der Träger denn eine Waffe? Also der Trägerfahrer. Wer ist das denn jetzt hier? Fahr einfach drüber. So, komm mit. Alter, der Träger ist ja richtig schnell. Ist es ein John Deere? Ja, das muss der neue Fendt sein. Zugfolge! Zugfolge, da ist Zug! Wir springen mit dem Träger auf den Zug. Auf den Mace Bank Tower? Ja, mit dem Trecker auf den Mace Bank Tower. Leute, ich muss den Gefängnisbus betreten. Ich bin mit dem Trecker ein bisschen zu langsam. Das ist schade. Tschüss. Freunde. Ja, warte doch mal auf ihn, Manu. Okay, warte doch mal. Warte mal. Das ist mein neuer 100.000 Euro Träger, Leute. Ihr könnt mich doch anschieben. Stimmt. Das, ey, dann werden wir echt schnell. Ja, warte, aber ich bin ja nur so langsam. Hallo. Genau, ihr fahrt rückwärts. Jetzt fahr doch! Guck mal, hier fest! Jetzt häng ich fest! Kontrolle! Drück mal Anu! Ja, sehr gut. Ich geb auch selber noch Gas. Oh ja, nice. Es geht. Ja, es ist perfekt. Guck, so bin ich auch wesentlich. Ich hätte gerne Ananas. Ich geh mal kurz Früchte kaufen. Nein. Au! Du bleibst jetzt im. Ne. Ja, okay, Leute, ich komme. Die Trauben sind im Sonderangebot. Die Trauben sind im Sonderangebot. Den Shop mache ich kaputt. Nein, bitte. Mautado. Oh, er ist noch da. Sind das frische Mangos? Da gibt's auch gar nichts. Sag mal. Kostenlos? Oh nein. So, okay, ich komme hier rein. Ach, das Leben, Leute. Das Leben, das muss man einfach genießen. Da ist wieder ein Trecker. Der 100.000 Euro Trecker. Ja. Die ist rein, genau, der richtig. Der hat wieder eine Waffe gezogen. Ja, okay, ich habe ihn vielleicht auch attackiert. Das sind aber kranke Leute. Das sind die Landwirte in Amerika. Ja, in Amerika. Nee, nicht so. Die sind nicht so gut wie unsere deutschen Landwirte. Das die sind Deutschen haben nämlich keine Waffe. Genau. Richtig. Das sind richtige Kartoffel-Ehrenmänner. Man hört doch auf zu schlürfen, ich will auch. Ja, ich habe hier. Ist aber keine Milch, keine deutsche Bauernmilch drin. Ist Hafermilch. Ich muss sagen, mittlerweile. Von Hafertieren? Ja, ich trinke einfach keine Milch mehr. Die Hafermilch ist irgendwie geiler. Okay, ganz locker. Bleibt ruhig. Haltet euch normal. Der Bus sieht halt null so aus, als wäre alles normal. Doch. Okay, dann fahr ich hier durch. Ich zieh eine Waffe. Ja, fahr einfach durch. Wer ist ja auch der aggressive Try? Soll ich den wegballern? Nein, wir sind noch undercover. Wenn wir drin sind. Doch, bitte. Oh nein, du hast zu viel gehupt. Ja, wohin denn? Nach rechts, zum Fragezeichen. Ich bin falsch, ich fahr rückwärts. Ja, bring sie um. Ja, ich mach. Und jetzt einmal die krasse Wendung. Okay. Komm, ja mit dem Polizeiauto. Zack, hab ihn. Wie ist der hier reingekommen? Keine Ahnung, egal. Ich hab so Angst. Es ist alles gut, Engel. Ich bin tot. Ich auch. Was? Hallo? Was? Hey, Freunde? Warum haben wir denn instant tot? Wir haben so einen Double-Headshot oder so passiert. Ja, von diese Sniper-Post. Ach ja, stimmt. Ja, warte, ich seh's. Hab den? Ich versuch dich von draußen zu supporten noch. Scheiße! Okay, ich leb noch. Ich geh in den Turm rein, in den wir rein müssen. So, ich bin drin. Hast du es weggeballert? Ja. Sag mal, wie soll ich denn jetzt hier reinkommen? Ja, einfach reinfahren. Ja, womit? Egal. Ich hole jetzt hier einmal das Auto. Alter, ich wurde instant weggesniped. Ja, der ist richtig krass. Das liegt alles an dir, Pitesel. Du bist der Auserwählte. Du bist der Held. So. Du schaffst das. Ich probier's. So, ich habe hier vorgeparkt. Perfekt. Ich gehe rein. Los, Aslak. Du bist der Einzige, der das kann. Du wurdest dafür ausgebildet. Im Ghetto. Zusammen mit Capital Bra. So, wo ist jetzt die blöde Karte hier?
Oh. Und jetzt einfach nur hier rein. Ja, so, das Problem ist, wenn wir oben sind, ist draußen. Die draußen ist eine Wache. Der eine muss vielleicht den anderen... Okay, warte, wir warten hier drin auf Maudado. Wollen wir nicht gleichzeitig aber raus und gleichzeitig zur Leiche und... Ja, können wir probieren. Wir zergen das. Okay, Palette geht als Letzte. Ja. Und los. Los, okay. Raus, genau, da links. Da liegt sie. Ich durchsuch. Beschütz mich. Ich durchsuch schon. Oh, ja, ich deck dich. Ich deck dich! Okay, ich hab anscheinend! Ja, zurück, runter! Ja, let's go! Okay, wir haben einen verloren! Scheiß auf Manuel! Ich hab den Typen Ich erinnere mich an dich, Manu! Ich halte dich in meinen Erinnerungen am Leben! Ich auch, tut mir leid! Dann wieder rein in dein gepanzertes Fahrzeug! Ja, steig ein! Oh Gott, was machst du? Ich weiß es nicht, Maudado! Der will plötzlich da hinten rein! Mach doch die Tür zu! Okay. Und dann, die Tür ist abgefallen! Nein! Schieß einfach, Oh nein! Maudado, fahr durch! Ich bin draußen! Junge, der läuft einmal rum und macht hinten nicht mal die Tür zu und dann fällt hinten einfach die Tür ab und ich sitze da einfach so. Der Wagen kann sich nicht mehr bewegen. So, fahr einfach, fahr! Der kann sich nicht mehr bewegen, der ist festgefahren! Scheiße, da kommt der Polizist, Maudado! Oh nein, er zieht mich aus! Nein! Ich wollte es mit der Kanone rausschießen! Hast du immer noch die Karte? Oh, und da steht, schüttel die Cops ab. Ach so, okay. Ich hab ein Polizeiauto. Palette, wo bist du? Ja, ich bin hier irgendwo auf so einem Ding drauf. Bei mir sieht gut aus. Hier sind zwar 20.000 Helikopter. Ja, ich glaube, ich sehe dich. Oh nein, da kommt irgendjemand von rechts. Ja, ich muss mir selber was hier holen. Ist das Maudado? Ja, ich versuche gerade die Sterne loszuwerden. Ah ja, okay, dann ist das Maudado. Dann sind wir schon. Oh, da kommt ein Heli, nein. Ich versuche jetzt hier auch wegzukommen. Oh Gott, dieses Ding, Alter. Och, warte mal, ich bin auf den Schienen. Irgendwann muss doch hier so ein Zug. eher ein Tunnel oder so. Ja, ich glaube, ein Tunnel wäre gut. Ich sehe nämlich gerade auch keine Chance zu entkommen. Alter, ich bin down. Oh, bei mir sieht es, glaube ich, ganz gut aus. Oh, ey, ich hasse das. Wenn man dann irgendwo ist, wo es safe aussieht, dann kommt plötzlich ein Helikopter und sagt so, hallo. Noch geschafft. Oh, Halleluja! Alter Schwede, das war auf jeden Fall eine mehr als schwere Geburt. So Leute, das war's mit der heutigen Folge von GTA 5 Online. Lasst auf jeden Fall eine kleine Bewertung da. Schaut bei German Let's Play, Zombie und Maudado vorbei und habt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.